Aus Zeitenchaos von Tini Wieder, erschienen im Sula Kinderbuchverlag. Ich konnte förmlich sehen, wie meine Schwester vor dem Spiegel stand und an ihrem perfekten Pagenschnitt herumzupfte. Wir waren eineige Zwillinge, die sich äußerlich bis aufs Haar glichen, wobei es in der Tat ein paar kleine, aber feine Unterschiede gab. Zum Beispiel hatten wir beide Sommersprossen auf der Nase, die aber ganz anders angeordnet waren und bei näherer Betrachtung einen ziemlich großen Unterschied bewirkten, wie ich fand. Nur die kleine, etwas zu stupsige Nase war wirklich beinahe identisch. Und wenn Pippa lächelte, bildete sich auf der linken Wange ein winzig kleines Grübchen. Dafür hatte ich eine steile Grübelfalte zwischen den Augenbrauen, vor allem, wenn ich mich konzentrierte. »Na gut, du bist dann bei Lena, ja? Bitte melde dich, wenn du angekommen bist. Wir machen uns sonst Sorgen. Pepper, hörst du?« »Ja, ja«, dachte ich genervt und nickte. »Ja«, »ich bin bei Lena, genau. Mal sehen. Ich muss mich jetzt auf die Landschaft konzentrieren. Hallo? Oh je, da kommt ein Tunnel. Grüße an Mama und Papa!« Entschlossen drückte ich den roten Hörer auf dem Display. Ich wollte nicht so abrupt mit ihr sein, aber diese übermütterliche Art trieb mich in den Wahnsinn. Pippa wäre selbstverständlich nicht einfach abgehauen. Für sie wäre es unvorstellbar, Waterville, das Kaff, in dem wir aufgewachsen waren und immer noch lebten, den Rücken zu kehren. Kein Grund könnte schlimm genug für sie sein, diesen Ort zu verlassen. Ich atmete tief durch. Warum konnte Pippa nicht mit dieser Gluckennummer aufhören? Jetzt war eindeutig Schluss, für mich jedenfalls. Sie konnte ihr Leben von mir aus in langweiligen, geordneten Bahnen weiterführen. Das war ihre Sache. Aber nicht mit mir. Der Zug kam quietschend zum Stehen. Mein Handy meldete eine Nachricht. Was wollte Pippa denn noch? Zieh dir eine warme Jacke an vielleicht? Ich ignorierte das Display absichtlich und blickte angestrengt aus dem Fenster. Blackpool stand da auf dem Schild. Passend zu meiner Stimmung. Draußen verabschiedete sich gerade ein Mann von seiner Familie. Es war herzallerliebst. Zwei kleine Mädchen klammerten sich an ihn und brabbelten unverständliches Zeug, aber die Worte Daddy, vermissen und so etwas Ähnliches konnte ich gedämpft durch die Scheibe des Zuges hören. Er nahm seine Frau in die Arme und küsste sie zärtlich. Mir kam die Galle hoch und ich musste mich abwenden. Mein Handy piepste erneut. Resigniert sah ich auf die Nachricht und löschte diese, ohne sie zu öffnen. Leider konnte ich die Bilder, die jetzt vor meinem inneren Auge aufstiegen, nicht so einfach wegdrücken. Wie hatte er das nur tun können? Warum ich? War ich nicht genug gewesen? War ich nicht immer für ihn da gewesen? Regentropfen platschten langsam, aber stetig auf die Scheibe. Erst nur vereinzelt, doch innerhalb kürzester Zeit war ein ausgewachsenes Unwetter im Gange. Der Zug setzte sich langsam wieder in Bewegung und die Tropfen zogen durch den Fahrtwind Spuren. Ich folgte den Spuren mit dem Finger. Es kam mir dabei vor, als hinge mein Leben an diesen unzähligen Tropfen und zerrann direkt vor meinen Augen. Mein Leben, das ich noch vor 3 Stunden mehr oder weniger sorglos gelebt hatte. Bunt und greifbar. Gut, das Lokal war nicht wirklich meine Idee gewesen, aber in einer Beziehung unterstützte man die Pläne des Partners doch, oder? Man war für den Partner da, den man liebte und, oh, gefährliche Gedanken. Liebe. Wenn man jemanden liebt, geht man nicht fremd, verdammt nochmal. Ärger und Stolz kochten unaufhaltsam in mir hoch und übernahmen das Regiment. Gut so. Sie verdrängten die lähmende Traurigkeit. Krampfhaft versuchte ich, mich auf die vorbeiziehenden Hecken zu fokussieren. Ich begann sogar, sie zu zählen. Eine Hecke. Zwei Hecken. Der Familienvater erschien am Ende des Waggons.
Unweigerlich stieg ein Bild in mir auf, das sich meinen Körper fast taub anfühlen ließ. Gabriels Lächeln. Gabriel in der Band, wie er für mich singt. Gabriel vor dem Altar, auf mich wartend. Gabriel mit einem Baby auf dem Arm. Reale Bilder und Wunschvorstellungen ballten sich zu einem schmerzhaften Knoten in meinem Bauch.